Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur Stärkung der Wahlbeteiligung bei Gremienwahlen an hessischen Hochschulen, Drucksache 3998 aus 20. Und zur Einbringung hat sich Herr Dr. Büger von der FDP gemeldet. Vereinbarte Redezeit sind 5 Minuten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Wahlbeteiligung bei den Studierendenparlamenten war schon im Jahre 2005 nicht sonderlich gut, aber zwischen 2005 und 2019, also in den letzten 15 Jahren, ist sie noch einmal dramatisch gefallen. Nur um ein paar Beispiele zu geben, TU Darmstadt von 42% auf 15, an der Hochschule Rhein-Main von 41% auf 16, an der Universität Marburg von 39% auf 12, und an der größten Hochschule unseres Landes, der Goethe-Universität, von 30% auf 11,8. Bis auf die kleinen Hochschulen Geisenheim und die Hochschule für Musik und darstellende Kunst gibt es nur noch eine einzige staatliche Hochschule, die mehr als 20% Wahlbeteiligung bei Studierenden hat. Und die Tendenz ist ansonsten überall fallend. Und, meine Damen und Herren, Nichtwahl oder nicht zur Wahl zu gehen, ist natürlich das Recht von jedem. Aber ich finde, das darf uns nicht gleichgültig lassen. Denn bei Nichtbeteiligung über 80%, zum Teil wie in Frankfurt 88%, untergräbt das doch am Ende die demokratische Legitimität. Es bildet die Interessen von mehr als 80% der Studierenden gar nicht mehr ab, verfälscht das Meinungsbild, was herauskommt, und führt am Ende, was wir sehr bedauern, das bestehende System der Mitbestimmung in die Krise. Und wer, meine Damen und Herren, wer wie wir Freie Demokraten Mitbestimmung erhalten will, der muss diesen Trend stoppen und umkehren. Und im Jahr 2004 hat die damalige CDU-Alleinregierung unter dem Motto Stärkung der Wahlbeteiligung durch Sanktionen etwas versucht. Das war langfristig nicht erfolgreich. Wir wollen einen anderen Weg bestreiten. Wir wollen nämlich Stärkung der Wahlbeteiligung durch Absenkung von Hürden erreichen. Und damit möchte ich zu der einen Ausnahme kommen, die wir haben. Ich habe gesagt, bis auf eine Hochschule ist es unter 20% gekommen. Es ist mir auch eine besondere Freude, dass das auch meine persönliche Alma Mater ist, nämlich die Justus Liebig Universität Gießen. Die startet 2005 mit 27%, da war es noch kein so hoher Wert, fiel auch im Jahre 2014 zum Beispiel 17%. Und im Jahr 2019 sind es wieder 27%, völlig gegen den Trend, den alten Wert wieder erreicht und 10 Prozentpunkte gesteigert. Und der Hintergrund ist, was hat die Justus Liebig Universität anders gemacht als die anderen Hochschulen? Sie hat ein Online-Wahlsystem eingeführt. Und eine Studie aus Estland zeigt auch, also auch international, dass durch elektronische Wahlen Hürden gesenkt werden. Also, es gibt eine wirksame Maßnahme, und Digitalisierung ist ein Teil der Lösung. Und deswegen genau unser Gesetzentwurf, der soll dazu beitragen, nämlich die Wahlordnung soll dazu beitragen, die Wahlbeteiligung zu steigern. Ganz konkret soll eine Sollbestimmung für Online-Wahlen hineingenommen werden. Soll heißt natürlich, wenn organisatorisch möglich ist. Und im Übrigen andere Länder, es ist jetzt kein völlig neuer Weg, haben durchaus auch schon ähnliche Wege bestritten. Also deswegen finden wir, sollten wir das machen. Und wenn man natürlich an der Stelle schaut, kann man sagen, ist es notwendig, hier ein Gesetz zu machen? Na ja, natürlich können Hochschulen bereits heute Online-Wahlsysteme durchführen. Sonst könnte es die Justus-Liebig-Universität ja nicht tun. Aber wir haben bisher im aktuellen Zustand nur eine einzige von 13 Hochschulen. Also scheint es ja doch notwendig zu sein, hier gesetzlich tätig zu werden. Und man kann auch fragen, klappt das mit Autonomie oder ist das ein Verstoß gegen Autonomie? Auch hier sagen wir klar Nein. Denn zum einen ist es ja nur eine Sollbestimmung, keine Mussbestimmung. Und zum anderen, Autonomie haben wir haben ja auch die Selbstbestimmung der Kommunen, und keiner käme auf die Idee, dass jede Kommune ein anderes Wahlrecht haben müsste oder eine Kommune keine Briefwahl zulassen sollte. Also selbe Standards im Wahlrecht untergraben nicht die Autonomie. Und hat es bis zu einer Hochschulnovelle Zeit? Na ja, da sage ich zumindest so, es ist ein in sich abgeschlossenes Thema, und unserer Meinung nach gibt es keinen Grund zu warten.
Und außerdem haben wir auch eine Sondersituation, und die Sondersituation, das ist die Corona-Pandemie. Wir haben aufgrund der Pandemie ohnehin an den Hochschulen einen Digitalisierungsschub. Wir haben ein Digital- oder Hybridsemester. Wir wollen ja auch nicht zu viele Studierende in Wahllokalen haben. Wir wollen viele haben, die wählen, aber nicht zu viele in Wahllokalen entsprechend haben. Deswegen scheint es uns auch vor diesem Hintergrund ein Gebot der Stunde. Und wenn ein Sie müssen auch zum Schluss kommen, Herr Bäcker. Ja, Herr Präsident, letzter Satz. Wenn ein Thema gerade so wichtig ist, dann finden wir, dann sollte man auch schnellstmöglich tätig werden. Und das genau tun wir, verfolgen wir mit unserem Gesetzentwurf. Deswegen hoffe ich auf eine konstruktive und gute Beratung unseres Gesetzentwurfs im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Büger. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Dr. Grobe zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die FDP arbeitet mit dem vorliegenden Gesetzentwurf am eigentlichen Problem vorbei. Denn durch die zusätzliche Möglichkeit einer elektronischen Stimmabgabe, die bereits auf der Corona-Situation Anwendung findet, hat und wird sich nur wenig an der niedrigen Wahlbeteiligung der Studenten ändern. Dies zeigt auch der Blick auf die Justus-Liebig-Universität Gießen, welchen diesen Weg beschritten hat. Denn dort nehmen weiterhin 73% der Studenten ihr Wahlrecht trotzdem nicht wahr. Sicherlich beteiligen sich in Gießen deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt an den Hochschulwahlen. Dieser lag 2019 bei 14%. Was bedeutet das somit für die Studentenparlamente? Sie haben ein Legitimationsproblem. Aber anstatt die Gründe für das Desinteresse zu benennen oder zu hinterfragen, wird weiterhin an Nebenkriegsschauplätzen herumlaboriert. Dabei sind den meisten unter Ihnen die Ursachen bekannt. Aber da Sie diese nicht ansprechen wollen oder können, machen wir es, denn wir haben noch den Mut zur Wahrheit. Eine Ursache ist, dass seit Jahrzehnten die allgemeinen Studentenausschüsse an nicht wenigen Hochschulen als Rückzugsorte und Rekrutierungsstellen für Linksextremisten gelten, die ihre Themen und Agenden dort umsetzen, sei es der Genderunsinn oder der politische Kampf gegen Andersdenkende. Dass die antidemokratischen Umtriebe von der Mehrheit der Studenten nicht gewünscht sind, lässt sich am Desinteresse für die Wahlen ablesen. Hinzu kommt, dass vielfach ein linksgrüner ideologischer Einheitsbrei serviert wird, der an der Lebenswirklichkeit der Studenten vorbeigeht. Dies zeigt sich auch daran, dass der überwiegende Teil der Studenten keine Unterschiede mehr zwischen den Hochschulparteien erkennen kann. Die vielfach linken Hochschulorganisationen sind in keiner Weise repräsentativ für die Studenten. Wieso sollten auch freiheitliche, bürgerlich-konservative oder liberale Studenten einen AStA wie in Gießen unterstützen, der offen mit einem kommunistischen Sternsymbol wirbt? Ein weiterer Grund für das fehlende Interesse ist, dass sich seit Jahrzehnten ein rot-grüner Filz in den studentischen Gremien ausgebreitet hat. So erschüttert nicht wenige Skandale in Hessen das Vertrauen in die studentische Demokratie. So täuschte ein AStA-Finanzreferent im Jahr 2015 an der Technischen Hochschule Mittelhessen einen Raubüberfall vor, um die Veruntreuung von 75.000 € zu vertuschen. Die Strafe dafür 2 Jahre Haft auf Bewährung. Das Geld der Studenten ist aber trotzdem weg. Dass dies wohl kein Einzelfall ist, zeigt sich darin, dass die Goethe-Universität Frankfurt im Jahresabschluss des AStA für das Jahr 2017 und die Justus-Liebig-Universität Gießen für die Jahre 2016 bis 2018 keine Entlastungen erteilte. Der bislang größte Finanzskandal hat sich aber an der Universität Kassel zugetragen. Dort sollen Vertreter des AStA Hunderttausende Euro Steuern für das Kulturzentrum K19 hinterzogen haben. Was AStA-Vertreter an der Uni Kassel hier wohl über Jahre gemacht haben, ist ein handfester Skandal. Denn der AStA wird über Semesterbeiträge finanziert, also über Zwangsabgaben aller Studenten. Wenn man bedenkt, dass einzelne Asten über einen jährlichen Gesamtetat von bis zu 10 Millionen Euro hier die Philipps-Universität Marburg verfügen, versteht man, warum linke Organisationen an das Geld wollen und dafür geringe Wahlbeteiligung gerne in Kauf nehmen. Doch der AStA hat eine Verantwortung gegenüber allen Studenten, und dieser hat er in Kassel mit Füßen getreten. Und hier liegt die Krux. Denn in Hessen können die Studenten nicht wie in Sachsen-Anhalt oder Sachsen aus der Zwangsgemeinschaft Studierendenschaft austreten.
Obwohl das Wissenschaftsministerium darauf hinweist, dass die Einräumung eines allgemeinpolitischen Mandats gegen Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz verstößt, akzeptiert dieses es, dass nicht wenige Asten diese Gesetzeslage übergehen. So finanzierten hessische Asten von Verfassungsschutzbeobachter Antifa-Gruppen sowie weitere linksextreme Organisationen. Siehe unsere Kleine Anfrage 20-3361. Bevor wir weiter über höhere Wahlbeteiligung diskutieren, die nicht zustande kommen wird, sollten wir lieber den Aster als Organisation grundsätzlich auf den Prüfstand stellen. Wir sollten uns hier an Bayern orientieren. Dort ist die verfasste Studentenschaft schon 1974 abgeschafft worden. Der bayerische Wissenschaftsminister Hans Mayer begründete dies mit dem Satz, man wolle den linken Sumpf an den Unis trockenlegen. Recht hatte er. Lassen Sie uns also die Semesterbeiträge in Forschung und Lehre investieren, anstatt sie im linken Sumpf der Asten versinken lassen. Davon würden dann auch nicht nur ein paar wenige, sondern alle Studenten in Hessen profitieren. Auch die hessischen Hochschulen selbst würden endlich unter den Top 100 der Welt landen, anstatt abgeschlagen auf den hinteren Plätzen vor sich hinzudümpeln. Diese Entwicklung wäre gerade in Zeiten des Fachkräftemangels dringend notwendig, um Hessen und Deutschland zukunftssicher zu machen. Digitale Wahlen der Asten führen nur zu noch mehr Ausgaben an falschen Stellen. Aus diesem Grund lehnen wir den Gesetzentwurf der FDP ab. Vielen Dank. Danke, Herr Grobe. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Hofmeister das Wort. Sie haben ganz viel Zeit, Herr Hofmeister, ganz ruhig. Herr Präsident, herzlichen Dank fürs Wort. Nach dem Vortrag des Kollegen von der AfD oder nach der Ansammlung von verschiedenen Versatzstücken der Ideologie von Herrn Dr. Grobe zur Hochschulpolitik komme ich vielleicht mal doch zum Gesetzentwurf der FDP. Natürlich ist es für uns als politisch Tätige, sei es jetzt bei öffentlichen Wahlen zu Parlamenten, bei Wahlen für Vereine, Verbände, für Institutionen, von besonderer Bedeutung, dass wir eine möglichst hohe Beteiligung erleben. Und natürlich ist es beim Blick auf unsere Hochschulen schon bedauerlich, wenn man sieht, wie wenig Studentinnen und Studenten die Möglichkeit nutzen, dort ihre Vertretungen entsprechend zu bestimmen. Es stellt sich allerdings die Frage, Sie haben ja die Zahlen genannt, und das ist, glaube ich, uns als Hochschulpolitiker auch nicht gleichgültig, aber es stellt sich natürlich schon die Frage, wie viel können wir hier an der Stelle wirklich regeln? Oder muss die Fragestellung möglicherweise auch wirklich dann dort entschieden werden und dort beantwortet werden, wo die Verantwortungen liegen? Stichwort Hochschulautonomie und mit all den Möglichkeiten, die es dort gibt. Sie wollen als Freie Demokraten mit Ihren Ergänzungen im Hochschulgesetz die Hochschulen dazu anhalten, die Wahlbeteiligung zu stärken und dabei die Möglichkeit der elektronischen Stimmabgabe besonders hervorzuheben. So haben Sie es im Gesetzestext bzw. in der Begründung erläutert. Das mag auf den ersten Blick ein relativ einfacher und wünschenswerter Eingriff in das HAG sein. Ich glaube aber schon, wenn man genauer hinsieht, stößt man auf gewisse grundsätzliche Fragestellungen. Und da kommen wir eben zu dem Punkt Hochschulautonomie und bei dem uns in Hessen doch gelebten relativ großen Verzicht auf Detailsteuerung. Das unterscheidet sich auch von anderen Hochschulgesetzen in Deutschland. Das muss man als Unterschied doch sehen, dass das hessische Hochschulgesetz hier doch eigene Wege beschreitet gegenüber anderen Hochschulgesetzen in Deutschland. Deshalb ist die Vergleichbarkeit dort nicht immer so gegeben. Und Gremienwahlen und die Regelungen dazu betreffen nun mal auch einen Kernbereich der Selbstverwaltung der Hochschulen. Und die Grundsätze der Wahl, ja, die sind im HAG definiert. Die Ausgestaltung liegt dann bei den Hochschulen. Das hat aber auch durchaus seine Begründung darin, wenn man sich mal anschaut, unsere 13 staatlichen Hochschulen in ihrer Unterschiedlichkeit, von den Größenordnungen her, von den Schwerpunkten. Also da kann man durchaus auch herleiten, warum es dort eben auch unterschiedliche Regelungen an den verschiedenen Hochschulen gibt. Und die Hochschulen, Sie haben es ja selbst gesagt, haben ja schon die Möglichkeit, eigene Verfahren einzuführen. Und die JLU hat damit den Anfang gemacht. Und machen wir uns doch nichts vor. Die Corona-Pandemie lehrt uns natürlich, dass wir am Ende des Tages viel mehr noch Digitalisierung nutzen müssen, sei es in Studium und Lehre, aber eben auch in solchen Fragen
der Hochschulpolitik und der Möglichkeit, vor Ort mitzubestimmen. Und deshalb glaube ich, ist an der Stelle der Gesetzgeber nicht in erster Linie gefordert, sondern die Hochschulen werden sich dort schon selbst auf den Weg machen. Gleichwohl, wir nehmen das Ganze, wir haben ja schon mal ein Stück weit gesprochen, sehr gerne mit in den Ausschuss, werden uns dann dort mal näher noch mal mit der Frage beschäftigen, was dort Sinn macht, und werden uns das Ganze mal anschauen. Wir sollten aber, glaube ich, uns nicht dem Irrtum hingeben, dass wir allein durch zwei gesetzliche Konkretisierungen oder Änderungen dann Wahlbeteiligungen erhöhen. Das sollten wir dann vertieft noch einmal debattieren. Und Herr Dr. Büger, wir haben in den nächsten 12 Monaten ausreichend Zeit, sehr vertieft das HHG zu debattieren, weil die Novelle steht an. Da werden wir sicherlich jeden einzelnen Paragraphen uns vornehmen. Und von daher kommen wir dann am Ende sicherlich auch zu einem Weg, wo möglicherweise auch dieses Anliegen eine entsprechende Abbildung findet. Soweit soll es dann erst einmal genügen, und alles weitere debattieren wir dann im Ausschuss. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Hofmeister. Als nächstes erteile ich das Wort dem fraktionslosen Abgeordneten Kahnt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ja, die Stärkung einer Wahlbeteiligung ist ein zentrales demokratisches Anliegen. Je größer die Wahlbeteiligungen sind, umso stärker wächst eine damit auch verbundene Legitimation und auch die Akzeptanz in der Bevölkerung, und zwar auf allen demokratischen Ebenen wird entsprechend gestärkt. Eine Stärkung von Wahlbeteiligung hat es aber trotz allem bereits jetzt schon an der Philipps-Universität in Marburg und, wie wir gehört haben, auch in Gießen gegeben. Im Frühjahr beispielsweise 2020 ist beschlossen worden, die Wahlen zum Senat und zu den Fachbereichsräten nicht als Urnenwahl durchzuführen, sondern es fand auch da schon bereits eine elektronische Wahl wie auch eine Briefwahl statt. Und es darf also davon ausgegangen werden, dass auch ohne Änderung eines Hochschulgesetzes das entsprechend durchgeführt wird. Und die Frage stellt sich natürlich, ob sich tatsächlich eine Wahlbeteiligung, wenn wir entsprechend das hier in diesem Gesetz noch weiter verfolgen wollen, ob dann tatsächlich eine Stärkung erfolgen kann. Ich habe da eher meine Zweifel. Die Wahlbeteiligung in der Gruppe beispielsweise der Studierenden lag im Sommersemester 2020 in Marburg bei mageren 10,6%. Von 22.703 wahlberechtigten Studierenden gaben gerade einmal 2.420 ihre Stimme bei der Senatswahl ab. Bei den Wahlen zu den Fachbereichsräten sah es auch nicht besser aus. Da lag die Wahlbeteiligung nur bei 12,2%. Also, Hürden, denke ich, gibt es trotz allem, Herr Dr. Büger, eigentlich nicht. Denn trotz Online- und Briefwahl ist nach wie vor eine Wahlbeteiligung recht gering. Aber es geht, wie schon vorher gesagt worden ist, selbstverständlich um die Bewahrung der Hochschulautonomie. Eine Wahlbeteiligung, eine Stärkung der Wahlbeteiligung kann ja nach meinem Dafürhalten eigentlich umso stärker und auch nachhaltiger mit anderen Hebeln bewirkt werden. Herr Kahn, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, ich komme zum Schluss. In unseren Schulen müsste daher für Sorge getragen werden, die politische Bildung stärker in den Fokus zu setzen und damit das politische Bewusstsein für unsere gelebte Demokratie, und dazu gehören auch Wahlen, entsprechend zu stärken. Vielen Dank. Danke, Herr Kahn. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Dr. Sommer gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht erst einmal Herr Dr. Grobe, vielleicht sollten Sie Ihre Halterung Ihres Visiers ein bisschen lockern, damit die Durchblutung wieder ein bisschen besser gelingt. Und wie gut, dass Sie sich durch Ihre Beiträge selbst entlarven und disqualifizieren. Aber jetzt zum Gesetz. Das Kernanliegen mit der Erhöhung der Wahlbeteiligung, das ist ein wichtiges Anliegen. Wir beäugen dennoch das Vorhaben ein Stück weit kritisch, wenngleich es unser aller Anliegen ist, Wahlbeteiligung und nicht nur in Hochschulen zu erhöhen.
Allerdings ist die Möglichkeit der elektronischen Stimmgabe ist die Frage, ob das ein probates Mittel ist. Und das ist erstmal für uns zumindest zu diskutieren und in Frage zu stellen, obgleich ein solches Vorgehen natürlich in Corona-Zeiten ausprobiert werden kann, um Wahlrecht und Schutz vor Infektion zu verbinden zu können. Wir haben ja eben auch schon von Möglichkeiten und von Aktivitäten an verschiedenen Hochschulen gehört. Das findet ja schon statt, und das kann man sich ja dann auch noch mal angucken und eruieren. Ich möchte aber kurz ausführen, warum wir sensibel und kritisch mit digitalen Wahlen umgehen. Derzeit sind sie eben noch unsicher und nicht in der Lage, Grundsätze demokratischer Wahlen zu gewährleisten. Und zu diesem Schluss kommen übrigens nicht nur wir, sondern auch das Studienparlament der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie haben sogar eine Resolution gegen Online-Wahlen an Ihrer Fakultät eingebracht und sich entschieden gegen ein solches Vorgehen ausgesprochen. Die Wahl sei nämlich nicht nachvollziehbar, Manipulationen seien nicht erkennbar, Kontrolle gebe es nicht auf benutzte Geräte oder Programme, und die Verfälschung der Wahlen steige eben bei Online-Wahlen enorm, meine Damen und Herren. Und ich bin sehr gespannt, ob diese Meinung auch die Meinung anderer Mitglieder von Hochschulgremien ist oder ob die Anhörung ein differenziertes Meinungsbild bringen wird. Grundsätzlich gilt aber nach § 35 des Hessischen Hochschulgesetzes, dass Wahlen Form der politischen Partizipation und Fundament demokratischer Ordnung mit den folgenden Wahlgrundsätzen sind, nämlich dass demokratische Wahlen immer allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein sollten. Das Studienparlament in Frankfurt kommt zum Resümee: Wahlcomputer und E-Voting-Systeme genügen diesen Grundsätzen eben heute noch nicht. Und deswegen freue ich mich auf eine vertiefte Debatte im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Sommer. Bevor ich Frau Eisenhardt von Bündnis 90 Die Grünen das Wort erteile, informiere ich Sie, dass ich gebeten worden bin, den Anfang der Rede von Frau Dr. Sommer im Ältestenrat zum Thema zu machen. Ich habe offensichtlich mit dem halben Ohr was verpasst, aber wir reden dann im Ältestenrat drüber. Frau Eisenhardt von Bündnis 90 Die Grünen, Sie haben das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht machen wir zur Rede von Herrn Grobe einfach mal ein Fact-Checking, angefangen vielleicht bei der Idee, Millionenbeträge, die vertraglich dem RMV zustehen, der Forschung zuzuleiten, weil das macht eben den Großteil der Haushalte der Studierendenschaft aus. Zum Thema. Die Stärkung demokratischer Wahlen ist immer ein wichtiges Anliegen. Hohe Wahlbeteiligungen sind Zeichen einer lebendigen Demokratie. Sinkende Wahlbeteiligungen hingegen sind oft Anlass zur Sorge, ob Wählerinnen Vertrauen in demokratische Institutionen haben. Deshalb ist es richtig, dass wir uns bei der Novellierung des HHGs Gedanken machen, wie wir die Identifikation mit den demokratischen Organen der Hochschulen stärken können. Auch weil alle Statusgruppen immer wieder Probleme damit haben, Menschen für ehrenamtliches Engagement zu begeistern. Ich finde deshalb gut, dass die FDP die akademische und die studentische Selbstverwaltung in ihrem Gesetzentwurf in den Blick nimmt. Der Gesetzentwurf macht in der Tat zwei Themen auf: der Zeitpunkt der Wahl und die elektronische Stimmabgabe. Lassen Sie mich zuerst kurz auf den Zeitpunkt der Wahl eingehen. Ich habe mir die Daten der letzten Hochschulwahlen angeschaut und verstehe den Regulierungsbedarf hier noch nicht ganz. An den meisten Hochschulen sind die Urnen eine Woche lang geöffnet. Natürlich während der Vorlesungszeit, weil die Hochschulen wissen, dass Studierende, Mitarbeitende eben nicht jeden Tag auf dem Campus sind. Bis auf Ausnahmefälle finden die Wahlen zur akademischen und zur studentischen Selbstverwaltung eben auch gemeinsam statt. Wenn wir bei der Ausgestaltung von Hochschulwahlen konkrete Ideen haben, die zu mehr Wahlbeteiligung führen, dann will ich diese gern diskutieren. So auch zu Ihrem zweiten Vorschlag, elektronische Wahlen zu stärken.
Gerade anlässlich der Pandemie haben einige Hochschulen ihre Wahlen mittels eigener Satzung elektronisch durchgeführt. Das ist nicht nur die Universität Gießen, sondern eben auch die Universität Kassel, die Hochschule Fulda oder die THM. Dies zu tun, liegt im Selbstverwaltungsrecht der Hochschule. Dafür braucht es keine Änderung des HHG. Wie die FDP in ihrer Begründung schreibt, haben die Hochschulen wie die JLU diese auch durchgeführt. Während der Pandemie sollten die Hochschulen aber selbstständig entscheiden, ob sie in dieser Situation auf Briefwahl oder elektronische Wahl setzen oder wie die TU Darmstadt Amtszeiten verlängern. Dies hängt sehr stark von den technischen und organisatorischen Begebenheiten vor Ort ab. Und hier sollten wir den Hochschulen das Leben nicht noch schwerer machen, wie es aktuell ohnehin schon ist. Betrachten wir die grundsätzliche Überlegung, eine elektronische Stimmabgabe zur Steigerung der Wahlbeteiligung vorzusehen. Diese finde ich grundsätzlich überlegungswert. Es stellen sich aber Fragen. Die eine hat Herr Hofmeister auch schon angesprochen, ob eine mögliche gesteigerte Wahlbeteiligung einen Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht der Hochschule rechtfertigt oder ob die Hochschulen hierzu besser selber Regelungen treffen. Eine andere Überlegung hat Frau Dr. Sommer schon angesprochen, nämlich die des Datenschutzes. Diese Fragen sollten wir aus meiner Sicht im Zuge der laufenden Novellierung im HHG gemeinsam diskutieren. Die Hochschulen haben zur aktuellen Novellierung mit dem HMWK bereits die Eckpunkte der Novelle erörtert, und in rund einem halben Jahr soll der Gesetzentwurf dieses Haus erreichen. Ich bitte die FDP, ihre Überlegungen zum Gesetzentwurf dann einzubringen. Lassen Sie uns gemeinsam beraten, wie wir die Demokratie und die demokratische Legitimation an den Hochschulen stärken können. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Eisenhardt. Für die Fraktion der Linken hat sich ihre Vorsitzende, Frau Wissler, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen angesichts des Gesetzentwurfs der FDP über zwei, würde ich sagen, ein bisschen unterschiedlich gelagerte Themenfelder. Die eine Frage ist die Zulässigkeit von elektronischen Wahlen, in dem Fall zur verfassten Studierendenschaft. Aber es ist ja eine Diskussion, die wir generell auch führen, wie wir jetzt unter Pandemiebedingungen, wo wir gerade Schwierigkeiten haben, Listen aufzustellen, Wahlversammlungen zu machen. Da haben ja an der Stelle die CDU und DIE LINKE eine Gemeinsamkeit, insofern, dass wir schon das ganze Jahr versuchen, Vorsitzende zu wählen. Sie schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, weil man unter Pandemie-Gesichtspunkten gerade schwierig Parteitage machen kann und elektronische Wahlen nicht möglich sind. Ja, Sie brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, das kann auch sein. Bei uns war es eigentlich, ich glaube, wir hätten es schon machen können, aber es ging aus anderen Gründen nicht. Also von daher diskutieren wir ja gerade, ob wir Regeln so verändern, dass man in der Pandemie eben auch von den bisherigen Wahlverfahren abweichen kann, um eben zum Beispiel elektronische Abstimmungen zu ermöglichen. Ich finde, man muss das sehr, sehr gut überlegen und sehr gut diskutieren, weil es eine ganze Menge Gründe gibt, auch die dagegen sprechen, weil eben elektronische Wahlverfahren schon einfach die Nachvollziehbarkeit nicht mehr da ist, weil sie manipulierbar sind. Von daher sage ich gar nicht, ich bin dagegen, aber ich finde, dafür ist ja eine Anhörung auch gut, so etwas diskutieren zu können, um eben das Pro und Contra dann eben auch abwägen zu können. Aber ich finde, man muss die Bedenken dagegen auch schon sehr, sehr ernst nehmen, dass man nicht jetzt in der Pandemie Dinge schafft, weil letztlich stellt sich ja auch die Frage, ob man nicht viele andere Wahlverfahren auch elektronisch machen könnte. Und ich meine, da hat das Bundesverfassungsgericht bisher was dagegen. Und ich finde, das muss man an der Stelle einfach zu Ende denken. Deswegen haben wir da ein Stück weit eine gewisse Skepsis. Das andere ist, dass wir ja darüber reden müssen, was sind denn eigentlich die Gründe dafür, dass die Wahlbeteiligungen bei den Wahlen zum Studierendenparlament oder zur verfassten Studierendenschaft eigentlich so gering sind. Und da würde ich sagen, liegt es nicht nur daran, dass das Wahlprozedere jetzt irgendwie kompliziert wäre. Ich meine, die Studierenden bekommen die Unterlagen geschickt. Es gibt tagelang Zeit, seine Stimme abzugeben. Ich denke, wir müssen auch überlegen, ob es was damit zu tun hat, dass die Entscheidungskompetenzen in der verfassten Studierendenschaft nicht gerade sehr ausgeprägt sind, um es vorsichtig zu sagen. Also den ganzen Autonomieprozess, den es gab, sind ja Kompetenzen vom Ministerium an die Hochschulen verlagert worden, aber eben dort vor allem an die Präsidien und an die Hochschulräte. Und ich finde, man muss vielleicht auch darüber reden, über so etwas wie das allgemeinpolitische Mandat, lange Forderungen der verfassten Studierendenschaft. Wie kann man denn überhaupt auch die verfasste Studierendenschaft so aufwerten, dass man sagen kann, man hat da auch was zu entscheiden, wenn man die wählt? Und ich finde, das müssen wir auch mit diskutieren. Das wäre sehr spannend. Haben Sie ja angekündigt für die HAG-Novelle, also da an der Frage Rechte der Studierenden auch noch mal was zu machen. Da sind wir sehr gespannt drauf und da würde ich auch einen Schlüssel sehen. Insgesamt sehen wir aber, dass das politische Engagement ja teilweise sowieso
an vielen Stellen zurückgegangen ist. Also nicht nur, was die Wahlbeteiligung angeht, sondern auch die Leute, die bereit sind, sich wählen zu lassen. Und da müssen wir schon überlegen, ob das was zu tun hat mit der Verdichtung von Studiengängen, mit der Verkürzung von Studiengängen, mit der wachsenden Zahl von Studierenden, die nebenher arbeiten müssen. Also ob die Zeit überhaupt noch da ist, sich eben in solche Gremien auch mit einzubringen. Ich selber habe auch 2 Jahre lang im Studierendenparlament in Frankfurt gesessen und habe hoffentlich dazu beigetragen, Herr Grobe, den linksgrün versifften Mainstream und das Klima an der Frankfurter Uni mit zu stärken. Ich will nur sagen, weil Sie jetzt gerade sehr angefasst reagiert haben auf die Bemerkung der Kollegin Dr. Sommer. Also ich will nur sagen, es gibt ja Bilder von Ihnen, habe ich gesehen, wo Sie ja sehr wohl in der Lage sind, eine Maske zu tragen, nämlich eine Maske, auf der draufsteht Merkel-Burka. Also es scheint möglich zu sein, aus propagandistischen Gründen können Sie offensichtlich doch Maske tragen, wenn es politisch gerade passt. Aber ich finde, wer mit Aufschriften wie Merkel-Burka durch die Gegend rennt, ja, also derartig austeilt, der sollte vielleicht einmal aufpassen, dass man nicht bei jedem Kommentar, der hier gemacht wird, als Sensibelchen dann. Ja, ich sage es mal mit den Worten der AfD, das wird man doch noch sagen dürfen, Herr Lamprou, das wird man doch noch sagen dürfen. Und wer so austeilt wie Sie, permanent austeilen, der muss sich nicht wundern, wenn dann auch dementsprechend was zurückkommt. In diesem Sinne, lassen Sie uns über den Gesetzentwurf diskutieren. Ich finde, man kann, das ist ein absolut legitimes Anliegen, das die FDP da hat. Die Diskussion sollten wir führen, die sollten wir im Ausschuss führen. Und dann lassen Sie uns bei der HAG-Novelle darüber reden, wie wir auch die Rechte der verfassten Studierendenschaft, wie wir die ausweiten können, damit wir die Demokratisierung an den Hochschulen voranbringen. Vielen Dank. Danke, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Dorn. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, die letzten Tage haben uns sehr eindrücklich vor Augen geführt, welche Bedeutung Barrierefreiheit bei der Stimmabgabe, bei der Ausübung des Wahlrechts haben, welche Bedeutung eine hohe Wahlbeteiligung hat, welche Bedeutung es hat, dass jede Stimme zählt und am Ende, dass das Grundprinzip, dass auch jede Stimme gezählt wird, eine ist, die Gott sei Dank im Rechtsstaat funktioniert. Und insofern finde ich es sehr gut und sehr richtig, dass wir uns auch über das Wahlrecht, zugegebenermaßen nicht in der US-Wahl, sondern in einem bisschen kleineren Bereich, aber durchaus auch wichtigen, der Gremienwahlen an den Hochschulen unterhalten und wie wir hier die Wahlbeteiligung erhöhen können. Ich glaube, das ist sehr berechtigt, dass wir hier im Parlament darüber diskutieren. Der Gesetzentwurf der Freien Demokraten zielt darauf ab, die Ermöglichung der elektronischen Wahlverfahren, die schon bereits besteht, noch einmal zu akzentuieren, zu betonen, mit einer Sollbestimmung entsprechend weiter voranzubringen. Dass dieses elektronische Verfahren möglich ist, das zeigen Sie auch im Gesetzentwurf, haben Sie auch gerade noch einmal betont. Auch ich finde, das wird vorbildlich gelöst an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, die zeigen, wie es möglich ist. Und es ist auch so, dass wir gerade in der Corona-Pandemie als Ministerium auch die Hochschulen auch entsprechend motiviert haben, in ihren Wahlordnungen entsprechend Veränderungen voranzubringen, damit auch in Pandemiezeiten Gremienwahlen entsprechend stattfinden können. Und ich freue mich, dass auch viele Hochschulen davon gerade Gebrauch machen und damit auch erstmals erste Erfahrungen damit machen, welche Probleme, aber auch welche Chancen sich mit dieser Möglichkeit entsprechend verwirklichen lassen. In § 35 HHG ist das sozusagen möglich. Wir sollten die Pro und Kontras entsprechend miteinander diskutieren, was es bedeuten würde, eine Sollregelung einzubringen. Das wäre schon ein entsprechender erheblicher Eingriff in die Selbstverwaltung. Aber ich finde, auch an solchen Punkten kann man immer wieder diskutieren, an welchen Stellen ist es entsprechend notwendig aus Sicht des Landes und an welchen nicht. Insofern ist es eine spannende Diskussion. Auch ich bin der Meinung, dass wir ohnehin die HHG-Novelle entsprechend voranbringen. Auch wir prüfen natürlich genau solche Fragestellungen und dass man es entsprechend dort miteinander diskutieren sollte, weil ein vorgezogener Handlungsbedarf besteht jetzt nicht
tatsächlich wirklich, weil es ist ermöglicht, und in Corona-Pandemie-Zeiten probieren es auch einige. Aus unserer Sicht wäre es mit der HAG-Novelle entsprechend rechtzeitig. Und da stimme ich auch zu, es ist eben, das hatten Sie aber auch gesagt, Herr Büger, es ist ein Teil möglicherweise einer Lösung, und über dieses möglicherweise müssen wir uns unterhalten. Und in der ganzen HAG-Novelle, die wir anstreben, und das war jetzt auch ein größeres Thema, die Frage insgesamt der Demokratisierung der Hochschulen, die weiter voranzubringen, dann am Ende ist neben der Frage, dass jede Stimme zählt, warum hat man dieses Gefühl, wann hat man dieses Gefühl, wenn man das Gefühl hat, dass es einen Unterschied macht, wem man sozusagen mit seiner Stimme beauftragt, für die eigenen Anliegen einzustehen. Und an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir auch uns darüber unterhalten, wie können wir dieses Gefühl weiter stärken. Das ist eine insgesamte Verantwortung, der wir nachgehen wollen, insgesamt mit der HAG-Novelle. Und insofern freue ich mich auf die Diskussion dort im Sinne von einer größeren Demokratisierung, aufgrund im Sinne einer weiteren stärkeren Barrierefreiheit im Sinne des Wahlrechts. Und so verstehe ich erstmal jetzt Ihren Antrag. Und vielleicht können wir das Ganze ja am Ende zusammenbinden in eine gemeinsame Diskussion. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Wir sind damit am Ende der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs angelangt und überweisen ihn zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Ausschuss für Wissenschaft und Kunst.